Dieses Gebäude hat eine lange historische Geschichte, die reicht zurück bis in das 13. Jahrhundert. Wir sind die Inhaber dieses Hotels, die Familie Kadanka. Unsere Familie hat dieses Hotel vor einigen Jahren in einem nicht so guten Zustand erworben, aber es waren immer die wunderschönen architektonischen Gegebenheiten. Wir haben viel, viel in die Renovierung hineingesteckt, nicht? Weil schauen sich alle diese Türen an mit den großartigen Fenstern vorne, alles das, das hat es ja nicht mehr gegeben, das musste renoviert werden. Wir haben die Zimmer alle ziemlich renoviert. Also die sind nicht mehr so historisch wie diese Räumlichkeiten hier. Leider ist das einmal passiert. Das Hotel war einmal an einen Pächter vergeben von der Stadtgemeinde. Dieser Pächter konnte seine Pacht nicht zahlen und daraufhin hat die Stadtgemeinde einen Teil des Hotels als Wohnungen verkauft. Die Lage ist großartig, genau gegenüber dem Hotel, dem großen Kurpark, der auch sehr historisch ist, wenn Sie herumgehen können. Wir sind im Zentrum von Baden, der richtige Platz. Naja, beginnen wir 1770, ungefähr 1760, da war das in einem Eigentum von einem Herrn Kramer, die ganze Liegenschaft Tulwinger Kugel, und der hat offensichtlich Forstwirtschaft betrieben, und es war die Zeit, wo die Pächter eigentlich und die Waldarbeiter den Wienerwald beherrscht haben. Frank Bleuel, Geschäftsführer der Gesellschafter. Wir sind ein Familienunternehmen. Ich bin die dritte Generation, meine vierte Generation ist Gott sei Dank auch schon hier. Aber um 1918 hat Baron Bach, Dr. Robert Bach, die Liegenschaft gekauft und hat dann eben als Landwirtschaft mit Verkauf sich durchgeschlagen. Und hat nun das Eigentum auf die drei Töchter aufgeteilt. Die eine Tochter, das war die Baronin Maria Bach, hat also den Tulwinger Kugel geerbt. Und
hat dann im Jahr 1932 auf Anraten ihrer Berater hier aus dieser Meierei ein Hotel gemacht. Geplant hat das der Herr Baumeister Kaufmann aus Königstetten und auch durchgeführt. Und der Restaurantteil, also der Anbau, war aus Holz, eine Holzkonstruktion. Und dann hat man das Militär gerufen, um eine Belastungsprobe zu machen. Und die haben sie nicht da drauf herumgehüpft. Und das ist alles eingebrochen. In der Folge hat sich der Herr Baumeister Kaufmann erschossen. Und die Bauherrschaft ist ohne Baumeister und ohne Architekt dagestanden und hat das Büro Fellerer, eine der ersten Stahlbetonplatten eingebaut, die es also gab. Das war genau diese Zeit. Das war der Herr spätere Professor, der Herr Wörle, der das durchgeführt hat. Er hat auch diese interessanten Türschnallen entworfen und die Eingangstore und all diese Details, die eigentlich diesem klassischen Gebäude einen besonderen Touch geben. Mein Großvater hat aber hier ein Gebäude vorgefunden mit 28 Gästezimmern, wobei 4 Zimmer verwendbar waren. Alle anderen waren geplündert und es war eigentlich ein Rohbau, der in sehr schlechtem Zustand war. Wir haben dann erst in den 70er Jahren unseren nächsten Schritt machen können, 75 bis 78, das Hauptgebäude des Hotels gebaut. Und so haben wir also dann mit 38 Zimmern erweitert. Wir haben versucht, diesen Spagat zu machen zwischen der Architektur aus den 30er oder 50er Jahren bis zur modernen Architektur. Und so haben wir einen fließenden Übergang. Mein Name ist Franz Blaunsteiner. Ich bin am 22.12.1949 dort in Thunau zur Welt gekommen. Der Haupteingang war früher, was jetzt ein Badezimmer ist, in der Taborgasse. Das hat ja früher den Namen Schlosshotel. Die Tafel ist auch schon verfallen und alles. Nein, ich habe so viele
die arbeitet in diesem Hotel. Ich habe die ganzen, über ein ganzes Jahr gestemmt. Es hat schon sehr viele Schäden jetzt bekommen. Es hat sich gelohnt, ja? Zumindest was erhaltenswert ist. Vielleicht nicht wirtschaftlich, denn das, was wir da investiert haben, das wird schwierig zu sein, wieder über einen längeren Zeitraum, ja. Aber so ein Juwel zahlt sich aus zu investieren. Es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten der Erweiterung. Das heißt schon, Grundstücke wären schon noch möglich, aber es würde dem Gebäude, glaube ich, nicht besonders gut tun, wenn man jetzt zum Beispiel einen Teil erhöhen würde, es aufbauen würde. Das würde, glaube ich, das Ensemble zu sehr stören. Aber auf der anderen Seite sage ich, okay, es kann wohl verfallen, hinter mir die Sintflut und aus, fertig. Ne? Urlaub in Österreich war schon immer sicher und Urlaub in Österreich wird auch weiterhin sicher bleiben. Die Betriebe tun sehr, sehr viel, um die ganzen Auflagen zu erfüllen und um den Gästen ein möglichst sicheres Urlaubserlebnis zu gewährleisten. Glaubt ihr, das Blauensteiner Hotel wird in dieser Art noch lange existieren? Ja, es war schade um die Architektur, aber wenn sie es nicht bald renovieren, muss man es wohl oder übel abreißen. Aber wenn das Blauensteiner Hotel renoviert wird, dann würden sicher viele Gäste kommen. Früher war es auch immer ein sehr begehrtes Hotel.
Das war ein Augenblick. Audio, ja. Ich habe mich verlaufen. Diese Kamera läuft. Ich nehme das mal in die Hand. Ich habe jemanden schlafen gesehen. Wenn sie es nicht bald renovieren, dann müssen wir es wohl irgendwie abpassen. Ich wollte etwas sagen, aber ich hab mir kein Mikro. Okay. Wenn das Planstein denn renoviert wird, dann würden sicher viele Gäste kommen. Daniel! 3, 2, 1, hopp! Weißt du, und jetzt muss ich noch so machen. Ja, genau.